Im Harz entspringend ist die innerste mit 95 Kilometer Länge im großen System der Flüsse unbedeutend. Für uns aber bildet sie ein schützenswertes Stück Heimat, welches selbst im Winter einen besonderen Reiz aufweist. Für die Vogelwelt ist diese Zeit aber nicht einfach und nicht so friedlich, wie sie auf diesen Bildern zu sehen ist. Das innerste Tal bildet nicht nur einen wertvollen Kulturraum, sondern auch einen artenreichen Naturraum. Aus diesem Grunde wurde es als Naturschutzgebiet Mittleres Innerste Tal mit Kahnstein ausgewiesen. Die Infotafel der Paul-Feind-Stiftung weist auf die wichtigsten, schützenswertesten Vogelarten hin: die Uferschwalbe, den Eisvogel und den Mittelsäger. Aber auch weitere Pflanzen und Tiere sind hier zu finden. So benötigt der einzige Singvogel, der tauchen kann, den Lebensraum Fluss. Es ist die Wasseramsel, die oft auf der Bachsohle nach Futter sucht. Je nach Nahrungsangebot sind mehrere geeignete Flusskilometer als Revier notwendig. Sie ist auch im Winter bei uns zu beobachten. Entlang der Innerste entstanden vor einigen Jahrhunderten viele Wassermühlen. Der Fluss bot dafür eine ideale Möglichkeit. Heute sind nur noch wenige dieser Gebäude erhalten und dienen anderen Zwecken. Die im Laufe der Zeit brüchig gewordenen Wände der alten Stauwehre bieten aber heute Neststandorte für unsere Vögel. Die Innerste weist immer wieder schöne und ruhige Abschnitte auf mit naturnahen Uferzonen. Hier findet der aufmerksame Besucher noch die Blauflügel-Prachtlibelle, die erst in den letzten Jahren wieder häufiger zu beobachten ist. Die metallisch glänzenden Körperfärbungen geben dieser Libelle einen besonderen Reiz. Genauso präsentiert sich die gemeine Heidelibelle mit einer Eleganz und Farben, die bestechend sind. Sie benutzt gerne etwas höher stehende Halme, um von hier aus auf Jagd zu gehen. Regelmäßig kehrt sie aber zu diesem Platz zurück. Im nahegelegenen Teich verteidigt der Wasserfrosch sein Revier. Durch die Ausstülpung der Schallblase entsteht ein zusätzlicher Resonanzraum und dadurch größerer Lärm. Das unablässige laute Quaken stört hier aber keinen. Im Gegenteil, es gehört zur Natur. Wo die Innerste durch Enttauen einen hohen Grundwasserspiegel erzeugt, gedeihen besonders üppig Blumen auf den uferbegleitenden Zonen. Hier ist es eine neue, renaturierte Fläche der Paul-Feind-Stiftung, wo Pionierpflanzen sehr dominieren. Das ändert sich aber in kürzester Zeit. Bei solch einer Blütenpracht ist auch ein Stelldichein der Schmetterlinge zu beobachten, wie dieses ausschließlich tagaktive Widderchen oder Blutströpfchen. Es besitzt meist zur Spitze verdickte, gebogene Fühler, die Anlass für seinen Namen gewesen sein durften. Auch der Dickkopffalter mit seinen auffallend großen Kopf und den keulenartigen Fühlern zählt zu den tagaktiven Schmetterlingen. Die Wespenspinne baut dicht über den Boden ein Radnetz, das mit einem weißen, vertikalen Zickzackband ausgestattet ist. Sie sitzt stets mit dem Kopf nach unten gerichtet im Netzzentrum und lauert auf Beute. Ein typischer Schilfbewohner, unsere Bartmeise, benötigt große Schilfflächen, wie sie zum Beispiel in Nordfriesen zu finden sind. Sie ist mit den Papageienschnäbeln Asiens näher verwandt als mit unseren Meisen. Geduld und ruhiges Wetter ist nötig, um auf den ständig umherhuschenden sowie schnell und niedrig über das Schilf fliegenden Vogel einen Blick werfen zu können. Der wird dann aber durch den exotisch schön aussehenden Vogel belohnt.
Das Männchen trägt dazu noch einen großen schwarzen Bart. Das Weibchen ist nicht so auffällig. Ein flauschiges Kunstwerk der Beutelmeise ist ihr Nest. Es ist so gut gewoben, dass es früher ohne Nacharbeit als Hausschuhe von Menschen genutzt wurde. Auch sie ist ein hübscher, gut kenntlich gemusterter Vogel, doch oft schwer zu entdecken in den dichten Uferbäumen. Meist hält sie sich nahe am Wasser auf. Da ist unser beliebter Gartenvogel, die Blaumeise, schon bekannter. Stimmfreudig, bunt und zahm sind ihre Eigenschaften. Aber nicht nur in den Gärten, sondern auch im Gebiet der mittleren Innerste ist sie einzutreffen. Als letzte Meise möchte ich noch die Schwanzmeise zeigen. Sie ist in ihrer Gestalt, winziger, runder Körper mit langem Schwanz, einmalig. Hier baut sie eifrig ihr Nest. Für gewöhnlich trifft man sie aber in kleinen Gruppen an. Wir suchen einen weiteren Lebensraum auf, während über uns der rote Milan, ebenfalls ein Brutvogel im innersten Gebiet, majestätisch über den Baumwipfeln kreist. Er ist für seine Gewandtheit und Meisterschaft in der Luft bekannt. In den begleitenden feuchten Wiesen der Innerste sind Graugänse bei der Nahrungssuche anzutreffen. Aufmerksam beobachten sie die Umgebung. Seit den letzten Jahrzehnten breitet sich diese Art ständig aus und sie ist inzwischen Brutvogel im innersten Tal. Am Rande dieser Flächen sitzt oft der Mäusebussard auf geeignetem Ansitzwaden und hofft auf Beute. Als einer der häufigsten Greifvögel zählt er zu den ständigen Brutvögeln in diesem Gebiet. Die reich strukturierte Landschaft bietet ihm nicht nur idealen Lebensraum, sondern auch ein entsprechendes Nahrungsangebot. Als willkommene Kleinode gelten im mittleren innersten Tal die Teiche und Teichanlagen. Hier sind die Derneburger Teiche am bekanntesten. Sie fallen durch das die Landschaft überragende Schloss und seinen Kulturanlagen besonders auf. Die etwa 25 Hektar große Teichlandschaft beherbergt eine außerordentliche Wasservogelwelt. Stellvertretend soll der Schwarzhalstaucher genannt werden. Die Großaufnahme offenbart die ganze Schönheit dieses Vogels im Prachtkleid. Er brütet gerne in Kolonien. Beinahe der gesamte Lebenslauf dieses Tauchers spielt sich auf dem Wasser ab. Selbst zum Ruhen und zum Schlafen wird die Wasseroberfläche nicht verlassen. Sein großer Verwandter, der Haubentaucher, ist hier ebenfalls Brutvogel. Als größter europäischer Lappentaucher mit etwa 50 cm Länge und schlanken Hals kann er nicht mit anderen Wasservögeln verwechselt werden. Im Brutkleid weist er eine aufrichtbare, geteilte, schwärzliche Haube und einen abspreizbaren, rotbraunen, schwarzen Kragen auf. Besonders auffällig ist im Frühjahr sein Balztanz. Direkt an der Innerste gelegen bilden die ehemaligen Baddeckenstädter Klärteiche ein ideales Areal im Naturschutzgebiet Mittleres Innerstetal. Allein aufgrund der Größe ist es sehr bedeutsam. Für die Vogelwelt besteht durch die nahe geografische Lage zu Derneburg ein einmaliges, gegenseitiges Ausweichs- und Ergänzungsbiotop. Selbstverständlich bietet diese Landschaft auch eine Vielzahl von Brutvögeln. Wir können zum Beispiel mit den Tauchern aus Derneburg weitermachen. Hier brütet ebenfalls schon seit Jahren unser kleinster Taucher, der Zwergtaucher. Auch er ist im Brutkleid ein sehr ansehnlicher Vogel. Das Nest wird nach Taucherart beim Verlassen zugedeckt. Wenn der Vogel zurückkommt, werden die Eier zum Brüten freigelegt. Ein weiteres kleines Paradies für Wasservögel bildet das ehemalige Laugenbecken der Kali AG. Auch dieser Teich wurde von der Paul-Fein-Stiftung gesichert und liegt im Einzugsgebiet Derneburg, Baddeckenstedt, Innerste. Für das Schutzgebiet Mittleres Innerstetal ein Glücksfall, denn es ist ein Lebensraum aus zweiter Hand, von der Industrie geschaffen und durch die Natur im Laufe der Zeit umgewandelt in ein unverzichtbares Biotop.
Auch die vorsichtige und empfindliche Rohrweihe hat dieses Gebiet als Brutrevier gewählt. Aufgrund der Abgeschiedenheit dieser Fläche ist sie fast störungsfrei. Dieses lieben die Vögel und ihre Jungen können in Ruhe heranwachsen. Besonders erfreut sind die Naturschützer über das Brutvorkommen der Wasserralle. Nur der Experte findet die gut getarnten Nester dieses Vogels. Die scheue Ralle hält sich vorwiegend im Schilf auf und ist deshalb nur schwer zu beobachten. Lediglich ihre markanten Rufe verraten dem Ornithologen, dass dieser heimliche Vogel hier lebt. Auch er ist sehr empfindlich gegen Störungen. Aber zurück zur Innerste. Obwohl durch die innerste Talsperre die Hochwassergefahr erheblich verringert wurde, kommen auch heute noch Überschwemmungen vor und die Innerste tritt über ihre Ufer und selbst die Deiche halten nicht immer stand. In vielfältiger Schönheit durchquert der Fluss das Schutzgebiet Mittleres Innerstetal und beherbergt weitere Brutvogelarten. Die Lebensgewohnheiten der Gebirgsstelze sind eng an den Fluss gebunden. Genauso wie der Eisvogel oder die Wasseramsel benötigt dieser schlanke Vogel mit langem Schwanz dieses Biotop. Von den Bächen der Mittelgebirge bis hinunter ins Tiefland ist er zu beobachten. Dieser Jungvogel zeigt schon das Gelb im Gefieder und ist dadurch von der Bachstelze zu unterscheiden. Die Besonderheit, ja die Rarität in diesem Gebiet bedeutet das Vorkommen des Mittelsägers. Eine Vogelart, dessen eigentliches Brutareal 200 Kilometer nördlich an der Küste liegt, hat in diesem Gebiet eine kleine Binnenlandpopulation seit einigen Jahrzehnten aufgebaut. Das ist einmalig in Niedersachsen. Die Männchen balzen im Frühjahr vor den Weibchen mit ritualisierten Bewegungen. Besonders gefährdet sind diese Vögel, wenn sie mit ihren noch nicht flugfähigen Jungen auf der Innerste gestört werden. Auch das ist unsere Innerste. Steilufer, die meist durch Hochwasser entstanden sind. In bestimmten Abschnitten bleiben sie bestehen und werden nicht gleich wieder durch den Wasserverband beseitigt. Das ist für unseren schönen und seltenen Eisvogel überlebenswichtig. Er braucht diese Steilwände, um in ihnen seine Brutröhre anzulegen. Und da ist er, unser Eisvogel. Seine Hauptnahrung besteht aus kleinen Fischen der verschiedensten Arten. Obwohl er traditionelle Fangplätze immer wieder aufsucht, ist er ständig auf Suche nach leicht zu fangenden Fischen. Von einem Ansitzast aus stürzt er sich dann ins Wasser und ergreift mit dem Schnabel den Fisch. Er ist sehr revierbewusst und deshalb Artgenossen gegenüber stark angriffslustig. Normalerweise finden zwei Bruten statt. Durch sogenannte Schachtelbruten können es in guten Jahren auch mehr werden. Das mittlere Innerstetal mit seinen vielseitig strukturierten Lebensräumen ist eine Landschaft, die es zu erhalten gilt. Die Innerste selbst und ihre Rand- und Uferzonen weisen eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren auf, die der mündige Bürger nicht nur respektieren, sondern auch schützen und lieben sollte. Nur dann haben zum Beispiel so schöne und seltene Vögel wie der Mittelsäger oder der Eisvogel eine Überlebenschance. Für den Naturfreund bietet das vorhandene Wegesystem die Möglichkeit, die Natur direkt zu erleben. Aber dieses Erleben sollte schonend für die Natur und nicht in jeden Winkel erfolgen. Dadurch nimmt das Freizeiterlebnis Natur an Bedeutung zu und mit Sicherheit nicht ab. Unsere nachfolgenden Generationen werden es uns danken und können sich an dieser Natur ebenfalls noch erfreuen.